Und damit herzlich willkommen zurück zu Pillars of Eternity, wo wir in der letzten Folge mit dieser hängenden Leiche gesprochen haben. Ja, das mag ein wenig seltsam klingen, aber wir haben es getan. Und was wir auch mitbekommen haben, war, dass Eder sich nochmal zu Wort gemeldet hat. Mit 17, oder hat er 17 gesagt? Ich glaube schon, es ist schon ein bisschen her leider. Deswegen fragen wir ihn mal gerade, was er mit 17 meint. Der Geruch von Pfeifenrauch, gleichzeitig erdig und süß, schlängelt sich in deine Nase. Deine Augen verfolgen den Rauch zu seinem Ursprung zurück. Einem breiten Mann mit strohfarbenen Haaren, der an eine moosbewachsene Felswand gelehnt ist und eine Pfeife in seiner dicken Hand hält. Er blickt dir direkt in die Augen, sein Blick ist jedoch nicht aggressiv. Er mustert dich mit einem eigenartigen Grinsen. 17 and a half. Oh, could be 18, depending on how you count the dwarf woman. 17,5. Könnte noch 18 sein, je nachdem, wie man die Zwergenfrau zählt. Von was redest du da? The people hanging from the tree. 18 of them. Last I counted, anyway. Die Leute, die am Baum hängen. 18 an der Zahl. Wenigstens bei meiner letzten Zählung. Elof runzelt die Stirn. Macht ihr das hier, um euch zu amüsieren? Name's a dare. Though to the people around here, might as well be 19. Don't think I'd put you much higher than 22, 23 tops. You look like the sort that likes to get involved. Er streckt seine Hand aus. Ich heiße Eder. Wenn es den Leuten hier nachginge, könnten es auch 19 sein. Er betrachtet dich von Kopf bis Fuß und zieht eine Grimasse. Ich glaube nicht, dass ich dich höher als 23 hängen würde. Maximal 23. Er schnalzt mit der Zunge. Du siehst nach der Sorte aus, die sich gerne einmischt. Was war das nochmal über einen Zwerg? The dwarf woman. You were trying to figure out whether to count her as a full person. I think you oughta. Er hat ja unser Gespräch gar nicht mitbekommen. Die Zwergenfrau. Du hast dir überlegt, ob man sie als ganze Person zählen soll oder nicht. Ich finde, das solltest du schon. Was lässt dich denken, dass ich an der Zwergenfrau Interesse hatte? Er betrachtet dich einen Augenblick mit hochgezogenen Augenbrauen. Sein Grinsen wird breiter. I was smoking over here, saw you staring at her. Twice I refilled my pipe. Never so much as blinked. Your mouth was so slack, I took you for a Radric at first. Ich rauchte hier drüben und sah, wie du sie anstartest. Zweimal habe ich meine Pfeife nachgestopft, aber währenddessen hast du nicht mal geblinzelt. Dein Mund stand so weit auf, dass ich dich anfangs für einen Radric hielt. Was ist denn ein Radric? Ja, der Fürst wahrscheinlich, aber sind wir einer aus der Familie? Nein. Ja, die Frage ist eigentlich, was geht dich das an, aber naja, den Fürsten beleidigen halte ich jetzt nicht für eine so gute Idee. Tatsächlich war ich in letzter Zeit ein wenig außer Form. Natürlich, wir haben alle schlechte Tage, an denen wir absolut regungslos dastehen und eine Weile ohne zu blinzeln auf Leichen starren. Er zwinkert dir zu. Weißt du denn, was ein Wächter ist? Careful, friend. Best not use that word round here. Could be any number of Radric bootlickers within earshot. Ciphers, animancers, watchers. Same thing in the eyes of folks around here, Radric especially. They come to these parts all the time with their cures, preying on the desperate. None of them are who they claim to be. Seine Augen schießen in mehrere Richtungen. Er lehnt sich näher zu dir herüber. Vorsichtig, Freund. Dieses Wort solltest du hier besser nicht benutzen, denn hier wimmelt es förmlich von Radrics Stiefelleckern. Medien, Beseeler, Wächter. Für die Leute hier ist das alles dasselbe, vor allem für Radric. Sie kommen ständig mit ihren Heilmitteln in diese Gegend und haben es auf die Verzweifelten abgesehen. Keiner von ihnen ist wirklich der, der er vorgibt zu sein. Of course, seeing you with that funny look, I'd be halfway inclined to believe you were having some kind of communion with that dwarf. Either case, maybe I'm not 19 after all. No offense. Nachdem ich dich mit diesem komischen Blick gesehen habe, bin ich schon fast geneigt zu glauben, dass du mit dieser Zwergenfrau tatsächlich etwas hattest. Hey, wie auch immer. Vielleicht bin ich doch nicht 19. Nichts für ungut. Du denkst, dass du gehängt werden wirst? The town's had it in for me for a long time now. Only fellow who ever stuck up for me, well, he's number 18 up there. My headman on the farm. Used to be my captain during the war. Dieses Dorf hatte schon seit langem auf mich abgesehen. Der einzige Kerl, der sich für mich eingesetzt hat,
Naja, er ist Nummer 18 da oben. Mein Vorarbeiter auf der Farm. Während des Krieges war er mein Hauptmann. Warum genau wurde dein Vorarbeiter gehängt? Habe mich eingemischt. Redrick schickte vor ein paar Tagen Männer hierher. Sie sagten, sie wüssten aus glaubwürdiger Quelle, dass jemand im Dorf mit Colts gearbeitete und eine Verschwörung zu Redricks Sturz plante. Sie sagten, wenn der Schuldige nicht hier und jetzt vortreten würde, würden sie alle von uns aufhängen. Niemand trat vor. Also tat es Swiffin. Das war mein Vorarbeiter. Und sagte, er wäre es gewesen. Sie haben ihn beim Wort genommen. Er seufzt und schüttelt den Kopf, den Blick starr auf den Baum gerichtet. Das musste früher oder später passieren. Wenn nicht für eine Verschwörung gegen Redrick, dann für meinen Schutz. Im Krieg? Krieg des Heiligen. Nur einer in meinem Leben. Dieser Kerl beschließt, die lebende Inkarnation von Eotas zu sein, stürzt Redkeras, marschiert auf den Dürrwald. Also begrüßen wir ihn auf dürrwäldlerische Art. Was ist denn die dürrwäldlerische Begrüßung? We blew him up. Wir jagten ihn in die Luft. Er lächelt, als er das sagt. Aber es ist das Lächeln von jemandem, der einen Witz nicht aus Spaß erzählt, sondern um einen Effekt zu erzielen. Und wer ist Eotas? Der Gott der Wiedergeburt und der Erlösung. Früher zumindest. Vielleicht haben sie da, wo du herkommst, einen anderen Namen für ihn. Ja, ich hätte noch eine andere Frage. Oh, ich habe Zeit. Was hat dein Dorf denn gegen dich? Pick the wrong god. That's what it comes down to. Used to be a lot of Vaethys worshippers in Gilded Vale. That mess of rocks over there, that was a temple to him, to give you some idea. Er zuckt mit den Achseln. Hat sich den falschen Gott ausgesucht, darauf läuft's doch hinaus. In Goldtal gab's mal viele Anhänger von Eotas. Dieser Haufen Felsbrocken da drüben war früher mal ein Eotas-Tempel. Nur damit du dir eine Vorstellung machen kannst. Then one day, somebody named Widewind shows up on Deerwood's doorstep. Says he's the living flesh of Aethys. Got an army with him. Suddenly, Aethys isn't so popular in these parts. My brother Woden and me, neither of us believed it. No way was that Aethys. He enlisted, and I did too. But, he didn't make it back. Und dann tauchte eines Tages jemand namens Whitewin auf der Türschwelle des Dürrwalds auf. Das lebende Fleisch Eotas sei er, hieß es. Dass er eine Armee mitgebracht hätte, sagte er. Und auf einmal war Eotas hierzulande nicht mehr so beliebt. Weder mein Bruder Woden noch ich glaubten das. Das konnte unmöglich Eotas sein. Er meldete sich zu den Waffen und ich folgte ihm. Aber er kam nicht mehr zurück. After the war, people took to punishing Aethys worshippers, accusing them of treason. Got real ugly, especially after the legacy started. Folks needed someone to blame. I was safe because I fought, but then this rumor starts that my brother, that he was on the wrong side. And I wasn't so safe anymore. Until my headman stepped in and said they'd have to hang him to get to me. Nach dem Krieg begannen die Leute, die Anhänger Eotas zu bestrafen und sie des Verrats zu beschuldigen. Besonders nachdem das Vermächtnis begann, wurde es wirklich hässlich. Die Leute brauchten einfach einen Sündenbock. Mir passierte nichts, weil ich gekämpft hatte, aber dann wurde dieses Gerücht verbreitet, dass mein Bruder auf der falschen Seite stand. Dann war ich auf einmal nicht mehr sicher. Nicht bis mein Vorarbeiter einschritt und sagte, sie müssten ihn schon hängen, um an mich heranzukommen. Seems that's no longer a concern. Of course, the townies don't do the hanging these days, but when Raedric's men come, they got no problem doing the pointing. Er schaut den Baum hoch und seine Augen verfolgen einen der schaukelnden Körper. Anscheinend ist das jetzt nicht mehr von Belang. Die Dörfler legen beim Hängen heutzutage natürlich nicht mehr Selbsthand an, aber wenn Redricks Männer kommen, dann haben sie kein Problem mit ihren Fingern zu deuten. Elof blickt dich an und senkt seine Stimme. Du verstehst, warum ich weg wollte. Wer ist dieser Kolsk? Jemand, der der ganzen Hängerei überdrüssig wurde. Jetzt ist er auf der Flucht, wahrscheinlich bis sie ihn schnappen. Wenn du als Dexter gehängt werden sollst, was machst du dann noch hier? Er deutet ein halbes Lächeln an. Hauptsächlich mit Trinken. Eigentlich stehe ich kurz vor dem Aufbruch. Ich weiß nur noch nicht, wohin. Dort draußen gibt es nicht viele Orte, wo man nicht denkt, dass Whitewinds Vermächtnis mit Whitewind begann.
Ja, weißt du was? Du bist tatsächlich genauso eine verlorene Seele wie wir. Und ja, eigentlich sind sowohl Aelof als auch du, als auch ich hier nicht wirklich willkommen. Das wissen wir alle. Und ich schätze mal, in so einer Situation tut man sich besser zusammen und reist gemeinsam, als dass man es alleine versucht. Das erhöht die Chancen doch dramatisch. Wir können zusammenreisen. Wohin führt dich dein Weg? Zu einem Ort namens Cate Nua. Dort befindet sich ein alter Wächter, der in der Lage sein könnte, mir zu helfen. Seem to remember hearing something about that years ago. He tamed that place. People would seek him out for all kinds of things, troubles of the soul, questions for the departed. Of course, that was back when you didn't have to say watcher with a hush on your breath. Ich glaube, ich erinnere mich daran, vor einigen Jahren so etwas gehört zu haben. Er hat diesen Ort gezähmt. Die Leute suchten wegen allerlei Dingen Rat bei ihm. Dinge, die auf der Seele lasteten. Fragen für die Verstorbenen. Das war natürlich noch zu den Zeiten, in denen man das Wort Wächter noch laut aussprechen konnte. A man such as that, there'd be things I'd want to ask him. Don't know why I never thought of it before. Etwas entzündet sich in Edas Augen und die Kraft der Entschlossenheit findet ihren Weg in seine Stimme. Einen solchen Mann. Es gäbe Dinge, die ich ihn fragen wollte. Ich weiß auch nicht, warum ich niemals daran gedacht hätte oder hatte. Not sure how I feel about setting out with a stranger, and a strange one at that. But truth be told, you might be the only one in town who wouldn't feel some relief seeing me swing from that tree. Er kratzt sich geistesabwesend mit einem schwieligen Daumen im Bart. Weiß nicht, was ich davon halten soll, mit einem Fremden aufzubrechen. Noch dazu mit einem so seltsamen. Aber ehrlich gesagt, könntest du der Einzige sein, der nicht eine Art von Erleichterung spüren würde, wenn ich von diesem Baum dort baumelte. Ein wirklich guter Grund. All right then. Guess I'll do some sightseeing. Long as you're not the one picking the sights. Er zuckt mit den Achseln. Na gut, dann schaue ich mir halt ein bisschen die Sehenswürdigkeiten an. Er wirft einen kurzen Blick auf den Baum, solange du nicht die Sehenswürdigkeiten auswählst. Er neigt seinen Kopf nach vorne und schaut dich direkt an. Dann würde ich sagen, lass uns losziehen, Eder. Tja, natürlich muss das ein wenig seltsam auf ihn gewirkt haben, dass wir da so intensiv diesen Baum angestarrt haben. Er hat ja von dem Gespräch selber wirklich überhaupt nichts mitbekommen. Trotzdem reisen wir zusammen. Das finde ich eigentlich ganz schön, denn wir haben hier unsere kleine Versprengten-Truppe aufgebaut, die, naja, mit diesem ganzen Zeug hier eigentlich nichts zu tun haben will und die hier auch nicht wirklich willkommen ist, wenn wir da mal ehrlich sind. Entsprechend halte ich es für absolut gerecht, dass wir gemeinsam weiterziehen, zumindest bis Aelof seinen Weg gefunden hat und bis Eder eventuell seine Fragen stellen konnte. Und dann können sie ja ziehen, wohin sie wollen. Hundi ist auch dabei. Hundi nehmen wir auf jeden Fall mit. Ohne Hundi geht's nirgendwo hin. So, was ich jetzt auf jeden Fall noch machen wollte, ist aufsteigen. Das können wir nämlich schon wieder. Und da schauen wir doch direkt mal rein. Was wir brauchen, ist auf jeden Fall Überleben, weiß ich jetzt gar nicht. Athletik? Wissen. Wir sind ein Paladin, wir sollten relativ viel wissen. Auch wenn, naja, Elof weiß eigentlich ziemlich viel. Ich glaube, wir machen mal die Athletik ein bisschen höher. Ich denke, Wissen 5 sollte für den Anfang für uns reichen. Wissen 2 plus 1 Paladin plus 2 Mystiker gleich 5. RP-gerecht wäre es aber natürlich, wenn wir Wissen erhöhen, weil wir eben dieser Mystiker sind und eben auch dieser Paladin. Und die letzten 2 Punkte würde ich mir gerne für den nächsten Stufenaufstieg aufheben. Wir können wieder ein Talent dazufügen. Und ich hatte beim letzten Mal schon gesagt, der unbelastete Glaube. Die Ansichten des Paladins werden mehr als nur die Summe seiner Handlungen, wodurch Reputationen negiert werden, die sich negativ auf Glaube und Überzeugung auswirken. Modifiziert Glaube und Überzeugung. Damit hätten wir dann auch die Möglichkeit, uns ein bisschen abseits unserer eigentlichen, naja, ich will mal sagen, Berufung zu bewegen, die ja mit den düsteren Schreitern aus dem ewigen Weiß. Wer die erste Folge gesehen hat, weiß, wovon ich rede, oder die zweite. Ja, wir haben eine gewisse Vorgabe, nämlich aggressiv und grausam zu sein. Ja, wir sind durchaus aggressiv, wir sind auch durchaus kompromisslos, aber natürlich nicht in jeder Situation bedingungslos grausam. Siehe Kaliska, deren Schwester wir jetzt auf jeden Fall helfen wollen. Ich glaube, das ist der richtige Weg für uns, dass wir uns ein Stück weit von unserer eigentlichen Profession in diesem Fall entfernen dürfen. Irgendwann werden wir hier auch nochmal darauf zugehen und uns
Ja, ich denke, Heiligmacher, was ist das denn? Verleiht einen Schadensbonus gegen alle Gefäße. Wow. Wow. Der Heiligmacher kann Gefäße zertrümmern, das ist ein Held. Anfälliger Angriff, durchdringender Schluss, blutiges Blätzchen. Ja, gut, das sind jetzt alles Offensive- und Defensivfähigkeiten, Unterstützungsfähigkeiten, Waffenträger. Erhält ein zusätzliches Waffenset. Na, super. Schuss aus der Bewegung. Das ist aber alles jetzt noch nicht so das, was ich unbedingt haben will. Großes Handauflegen. Gibt es denn irgendwas, womit wir nicht Ausdauer, sondern Lebensenergie heilen können? Ich glaube auf Anhieb nicht. Erinnerungen an das Rakanfeld. Benannt nach einer legendären Schlacht, in der über 2000 düstere Schreiter und 6000 ihrer Feinde ihr Leben ließen. Die Flammen der Hingabe des Paladins verursachen zusätzlichen Säureschaden. 2000 sind gestorben. Und 6000 Feinde. Naja, das soll einem erstmal einer nachmachen. Das war so ein bisschen Sparta-mäßig. Aber das ist noch nicht das, was wir tun wollen, denn auch rollenspielgemäß ist der unbelastete Glaube, nämlich das Wissen um unsere Berufung, selbst wenn wir nicht immer dem ganz korrekten Weg folgen, unsere Wahl, die wir treffen werden. Erledigt. Und jetzt kommen wir zum Graus, nämlich Erlauf muss aufsteigen. Und da werden es wahrscheinlich wieder relativ viele Zauber sein, die wir auswählen dürfen. Und die ich eigentlich gar nicht auswählen möchte. Und er steigert sein Wissen, denn er ist der ultimative Magier. Und als Elf natürlich noch umso Zauberer, Adel, umso belesener in solchen Dingen. Das heißt, er braucht dieses Wissen einfach. Mal sehen, wir haben Zauber. Die haben uns ja beim letzten Mal in dieser Krypta doch sehr weitergeholfen. Die würde ich jetzt entsprechend natürlich auch gerne. Infusion der Lebensessenz. Wirkung, Max Ausdauer, Max Gesundheit. Aber nur Max Gesundheit. Ich möchte Gesundheit wiederherstellen. Ich weiß aber gar nicht, ob er so eine Art Zauber lernen kann. Da bräuchten wir wahrscheinlich eher einen Heiler als ihn. Verblüffende Spektakel. Bollwerk, verbrennende Wunde. Kornzelhauts ätzender Abfluss. Eine sehr schöne Beschreibung. Frisst die Seele des Ziels auf, verursacht Korrosionsschaden und wandelt die Essenz in Ausdauer für den Zauberwirker um. Das klingt doch eigentlich ganz gut. Zweite Stufe Zauber, Zaubergeschwindigkeit, Durchschnitt, Reichweite 5 Meter, Wirkungsradius 1,78. Entzieht 56,5 korrodieren Schaden als Ausdauer über 13 Sekunden. Das heißt, das ist ein sogenannter Dot Damage over Time. Das könnten wir mal in der Rückhand behalten. Infusion der Lebensessenz. Spiegelbild, Feuerstrahl, rollende Flamme, Feuerstrahl. Brennenschaden, Genauigkeit. Erzeugt einen brennenden Flammenstrahl zwischen dem Zauberwirker und dem Ziel, der dem Ziel und jedem, der in dem Strahl gefangen ist, anhaltenden Verbrennungsschaden zufügt. Ja, aber ich habe das Gefühl, da werden wir allzu oft auch selber drin stecken. Ich glaube, ich werde Kornzelhauts ätzenden Abfluss nehmen. Bei den Stufe 1 Zaubern gibt es jetzt nichts, was mir auf Anhieb ins Auge springen würde. Außer einölen. Aber das ist nur ein Bewegungshemmer. Wir nehmen diesen Zauber und schauen mal, wie er sich auswirkt. Und auch er hat Talente. Arcana Schleier wirkt ein Schutzschild auf Magie, das die Abwehr des Zaubers erheblich steigert. Ja, er ist ja oft Ziel geworden da unten in den Katakomben von den Gegnern. Ich denke, das war auch Absicht. Bonuszauber der Stufe 1. Durchdringende Explosion, Zauberbuch-Slam. Ermöglicht es dem Zauberer, einen Feind mit einem Zauberbuch zu zerschmettern. Ah, ich verstehe. Schlägt mit seinem Zauberbuch zu. Guter Mann. Das sind die gleichen, die wir überall haben. Da werden wir vielleicht ein bisschen verteilen, dass wir nicht überall die gleichen haben, sondern unterschiedliche Fähigkeiten. Tatsächlich möchte ich jetzt erstmal eine Klassenfertigkeit mit ihm lernen. Nämlich konzentriert die Kraft von Explosionen, wodurch die Schadensreduktion etwas negiert wird. Explosion passiv, Geschwindigkeit Durchschnitt, Feind, Ziel, Radius, Unterbrechung, Sekunde, Effekte. Feindwirkung 6 bis 10 Schmetterschaden, 5 SR Umgehung, Genauigkeit gegen Reflexe. Damit können wir also SR umgehen, die Rüstung von Feinden. Plus 50 Abwehr. Tatsächlich würde ich hier erstmal zum Arkanen Schleier greifen, weil er ja doch des öfteren mal als Ziel herhalten musste und er sich damit vielleicht ein wenig selber schützen kann. Erledigt. Und damit haben wir die beiden aufsteigen lassen und jetzt möchte ich mir einmal Eder ansehen. Er ist ein Stufe 4 Kämpfer.
Und als Kämpfer wird er natürlich unser neuer Tank in dem Fall. Er sieht auch sehr sympathisch aus, muss ich zugeben. Wir sind aggressiv, leidenschaftlich und rational. Zeit in der Gruppe 21 Minuten. Ach so, Ingame-Zeit. Jetzt war ich gerade ein bisschen verwirrt. So, Eder ist vom Weidevolk, der Dürrwald ein Bauer vom Weidevolk. Wir sind auch vom Weidevolk. Das heißt, zumindest kulturell können wir uns ergänzen. Rüstung aus dem Krieg der Heiligen plus 3. Begann als Bauernaufstand in Red Keras, angeführt von einem Bauern namens Weidwen, der sagte, der Gott Eotas sei in seinen Körper gefahren. Nachdem er die redkerianische Regierung gestürzt hatte, fiel Weidwen in den benachbarten Dürrwald ein, wo er besiegt wurde, ausgelöscht von einer Waffe, die nur die Götterhammerbombe genannt wurde. Seitdem hat niemand mehr etwas von Eotas gehört. Also er ist ein Verteidiger. Schnelle Wiederherstellung, Waffenschwerpunkt, Raufbold. Was macht denn das? Plus 6 Genauigkeit, Säbel, Stilettkeule, Pistole. Hui, Donnerbüchse. Er kann also mit Pistolen und Donnerbüchsen umgehen. Säbel und Knüppel. Hat er denn selbiges auch dabei? Das wäre jetzt meine Frage. Er trägt einen Säbel. Wie logisch, das finde ich schön. Was für eine Rüstung? Eine Rüstung aus dem Krieg des Heiligen. SR7 sogar. SR7 Hiebstich, Gefrieren, Erholungsgeschwindigkeit, plus 3 Schadensreduktion, gibt zweite Chance bei Bewusstlosigkeit. Oh, das finde ich sehr gut. Eder trug diese Rüstung während des Kriegs des Heiligen. Ihre dunkle Farbe ist ebenso ungewöhnlich wie ihre Macht. Obwohl Eder zugibt, dass die Rüstung ihn mehrmals aus den Klauen des Todes gerettet hat, behauptet er, dass niemand anderes sie jemals angerührt habe. Wie sie daher verzaubert werden konnte, ist selbst ihm ein Rätsel. Kann es sein, dass du im Krieg Heldentaten vollbracht hast, die du gar nicht mitbekommen hast? Kann das sein? Wir haben einen Standardumhang um den Hals. Da könnten wir ihm eigentlich den Umhang... Ach, das haben wir noch gar nicht ausgerüstet. Ich verstehe. Was hast denn du eigentlich an? Du hast deine eigene Lederrüstung und wir haben noch den Priesterumhang, der plus 9 Wille gibt. Und wie viel Wille hast du? Wille. Konzentration und plus 6 Wille. Tja, plus 6 Wille. Du hast plus... Ach nein, das sind nur die Modifikatoren. Gar nicht so sehr die... Kann ich das sehen? Verteidigungen. Abwehr, Tapferkeit, Reflexe, Wille. Der hat 35, 52, 63. Damit hat er definitiv den schlechtesten Wert. Und bekommt von uns einen schönen Priesterumhang spendiert. Und sieht jetzt doch sehr edel aus. Muss er natürlich jetzt mit leben, dass er jetzt einen Priesterumhang von Eotas trägt. Aber ich denke, das wird für ihn nicht so die Schwierigkeit sein. Was ich jetzt gerne noch machen möchte, ist einmal... Ach ja, wir haben noch ein gutes Schwert. Das können wir bei Zeiten auch mal... Der Umhang kommt weg. Die Armbrust kommt weg. Die Notiz eines Initiierten brauchen wir auch nicht mehr. Behalten wir aber trotzdem mal die zerknitterte Notiz. Yesterday's Bell and Temple. Ja, das ist auch vorbei. Die Lederrüstung kommt zurück ins Lager. Der Brief nach Hause, der ist auch vorbei. Die Bücher kommen zurück dahin, wo wir sie irgendwann mal lesen werden. Und die Schriftrolle können wir jetzt auch nicht gerade gebrauchen. Das Brecheisen, wirksam zum Aufbrechen bestimmter Behälter. Das behalten wir an der Stelle mal. Vielleicht können wir es ja irgendwann nochmal verwenden. Und dann haben wir noch ein gutes Schwert und Gauns Anteil, was wir letztes Mal schon in den Truhen der Priester gefunden haben. Was mir da jetzt gerade einfällt, ich wurde von eifrigen Zuschauern darauf hingewiesen, dass wir Hammer und Meißel dabei haben sollten, weil das eventuell wichtig werden könnte in einem Rätsel, genauso wie eine Fackel, die wir dabei haben sollten. Beziehungsweise nicht in einem Rätsel, sondern in verschiedenen Situationen. Wie zum Beispiel, eine Stelle konnten wir nicht hochklettern, weil wir kein Seil und keinen Haken hatten. Auch dies kann man finden. Entsprechend sollte man gewisse Grundausrüstungen einfach immer dabei haben. Ich gebe jetzt mal jedem von ihnen eins. Kaliskas Streitaxt werden wir niemals ablegen. Ich glaube, diese beiden Waffen, Streitflegel einhändig und Schwert einhändig, kann jetzt keiner von den beiden so unbedingt gebrauchen, deswegen tue ich die auch erstmal ins Lager. Da können sie nämlich nicht wegkommen und alles ist gut. Diesen Stab möchte ich mal schauen.
Du hast aber ein deutlich besseres Zepter, glaube ich. Unterbrechungsschaden 10 bis 15, Schmetterhiebschaden 12 bis 17, Stichhiebschaden. Stab zweihändig. Zepter zweihändig. Zepter sind die am autoritärsten aussehenden magischen Werkzeuge und werden aus diesem Grund oft von drojanischen Zauberern bevorzugt. Wie Zauberstäbe und Kampfstäbe bieten sie flexible Schadenstypen. Das ist sehr schön. Genauigkeit gegen Abwehr. Verzauberung 0 von 12. Verzauberung 0 von 12. Aber ich glaube, dieser Stab ist besser als dein Zepter. 0,5 Sekunden Unterbrechung. Weißt du was? Du nimmst jetzt den Stab. So. Das sieht doch schick aus. Sieht ein bisschen aus wie so ein Marschallstab. Das kann man mal lassen. Pass auf, dann legen wir das hier auch direkt hier rein. Das Bier kann einmal weg. Das würde ich jetzt nicht unbedingt direkt dabei haben. Die Brechstange geben wir bei dem Krieger. Die Fackel hat er. Wir haben unsere Heiltränke und Kaliskas Axt, die uns als Glücksbringer dient. Und damit sind wir eigentlich... Oh, die kann ich eigentlich auch in die Schnellauswahl packen, oder? Ja. Ach, nicht in seine. In seine Schnellauswahl, weil er ist dann doch eher vorne mit seinem Zweihänder, den er hier in den Händen hält. Gut. Wir sind ausgerüstet. Wir sind startbereit. Trotzdem würde ich gerne noch in die Taverne gehen. Dörfler, Dörfler. Und gehen über den Ladebildschirm hinaus. Im Übrigen habe ich darüber hinaus herausgefunden, was es mit diesen ganzen Leuten hier auf sich hat, denen man so tief in die Seelen schauen kann. Das sind tatsächlich Charaktere aus der Bäcker-Edition, beziehungsweise das sind Bäcker, die, also nicht Bäcker im Sinne von Brot backen, sondern Unterstützer, die dieses Spiel hier auf Kickstarter war es, unterstützt haben und die deshalb die Möglichkeit hatten, ihre eigenen Charaktere mit ihrer eigenen Hintergrundgeschichte hier einzufügen und die stehen dann hier und erzählen diese Hintergrundgeschichte. Erkennbar offenbar daran, dass sie ein goldenes Schildchen haben. Das heißt, sie haben keine tiefere Bedeutung, aber erzählen so eine schöne kleine Geschichte und sind immer so ein kleines Schmankerl, das wir uns auch weiterhin durchlesen werden, denn ich glaube, die Unterstützer dieses Spiels haben es durchaus verdient. Was ist das hier? Ein Aquarium oder ist das ein Fenster? Das ist ein Fenster. Wer ist denn das? Das ist ein sehr schönes Fenster. Ja, also die Bäcker haben es durchaus verdient, die Unterstützer, dass man deren Geschichten auch weiter vorliest. Und das würde ich auch gerne tun, weil da einige doch sehr interessante dabei waren. Wie zum Beispiel die von den beiden Magiern, die mit Äpfeln beschmissen wurden, nur weil sie da als Pärchen über die Straße gerannt sind. Ich möchte gerne einmal rasten. Gods keep you. Hallo mal wieder, willst du mal deine Füße ein Weilchen ausruhen? Ja. Da fällt mir gerade ein weiteres Detail, auf das ich hingewiesen wurde. Es wird wahrscheinlich relativ schwer werden, einen Schurken zu finden, weil offenbar vom Spiel selber gar keiner vorgesehen ist. Ja, das war ein großer Spoiler, der mich ein bisschen geärgert hat. Aber andererseits auch sehr hilfreich, weil wir sehr, sehr viel verpassen werden, wenn wir keinen Schurken mitnehmen. Das heißt, wir werden nach der Rast einen zuverlässigen Helfer anheuern. Ich hoffe, wir haben genug Geld dafür. Wir sind erstmal immer willkommen. Ich möchte im Gemeinschaftsraum schlafen. Moment, abbrechen. Dauert zwei Rastpausen lang. Einwarnung an Mechanik. Das brauche ich nicht. Zwei Entschlossenheit brauche ich auch nicht. Dafür möchte ich kein Geld ausgeben, denn 250 brauche ich, um... Ach, hey, ich kann ja sogar höherstufige Abenteurer. Ich glaube, da möchte ich sogar 500... Oder möchte ich in Stufe 3 Abenteurer? Ich glaube, ich gebe tatsächlich 750 Goldstücke für einen Stufe 3 Schurken aus, den wir uns hier in dieser Gaststätte einmal als Begleiter mitnehmen werden. Und wenn ich das richtig sehe, dann müssen wir den sogar selber erstellen oder vielmehr können den selber erstellen. Hail, Traveler. Ja, ich könnte zuverlässige Hilfe gebrauchen. Kennst du jemanden, der nach Arbeit sucht? Naja, ich kann nicht gerade von mir behaupten, aus Erfahrung zu sprechen, aber ab und zu wird eine bestimmte Art von Leuten hier auf der Suche nach Arbeit vorstellig. Wenn du jemanden anwerben möchtest, werde ich sie gern zu dir weiterschicken. Lass mich mal sehen, mit was ich arbeiten kann. Abenteurer der Stufe 3. Das möchte ich gerne annehmen. Ja.
Wie erwartet. Dieser Erstellung eines neuen Charakters, der ein Schurke werden wird und der uns mit Mechanik und Heimlichkeit unterstützen wird, widmen wir uns aber in der nächsten Folge. An dieser Stelle sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und danke für die viele Geduld beim ganzen Vorlesen und beim ganzen Quatschen, denn ich habe das Gefühl, wenn ich Folgen für Pillars of Eternity aufnehme, dann rede ich ununterbrochen, ohne Punkt und Komma, von einem Anfang bis zum Start, von einem Start der Folge bis zum Ende der Folge. Das wird nächstes Mal hier, glaube ich, auch passieren, denn wir werden ein bisschen in die Klassen nochmal reinschauen, was es so gibt, was man auswählen kann. Aber wir wissen jetzt schon, es wird ein Schurke werden, den wir uns anheuern. Ich habe ja, wenn ich jetzt hier gerade so die Möglichkeiten sehe, habe ich ja ganz kurz überlegt, ob wir vielleicht Kaliska erstellen könnten. So eine Kopie von Kaliska vielleicht? Ja, mal gucken. Nein, das tun wir natürlich nicht. Es gibt nur eine Kaliska und diese Kaliska ist im Herzen immer bei uns. Gut, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ich beende das Ganze hier mit einem fröhlichen Tschüss.